Ein zentraler Punkt in diesen Koalitionsverhandlungen dürfte aber die Energiewende sein, die Bezahlbarkeit von Energie. Und die AG Energie, die hat sich heute das allererste Mal getroffen. Peter Altmaier auf der einen Seite für die Union und die Ministerpräsidentin aus Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft auf der anderen Seite, sind also heute das erste Mal zusammengekommen. Diese Sitzung läuft noch und Peter Altmaier hat vorher gesagt, wir müssen es erreichen, dass wir die Energiewende hinbringen, aber dann auch zu bezahlbaren Preisen. Ja, und Hannelore Kraft, die hat momentan ja ziemlich viel Ärger zu Hause bekommen, weil sie gesagt hat, wir müssen auch darauf achten, dass keine Arbeitsplätze verloren gehen, dass die Energie bezahlbar bleibt. Das ist vielleicht wichtiger als eine schnelle Energiewende. Und da hat sie gehörig Ärger jetzt mit ihrem Koalitionspartner in Düsseldorf, mit den Grünen bekommen. Morgen gibt es sogar eine Sondersitzung in Nordrhein-Westfalen. Deswegen also, die Gemengelage ist ein bisschen durcheinander geraten. Das hat Peter Altmaier auch gesagt. Man kann nicht sagen, dass in diesen Fragen die CDU/CSU auf der einen Seite, die SPD auf der anderen Seite stehen. Nein, da mischen auch gewaltig die Grünen mit. Aber das gemeinsame Ziel ist eben, dass man zum einen die Energiewende vorantreibt, zum anderen aber auch die EEG-Umlage, eben den Anstieg derselbigen jetzt endlich mal stoppt, damit der Bürger überhaupt das noch bezahlen kann. Auch hier gab es im Vorfeld Töne, die wir Ihnen jetzt erst einmal einspielen wollen. Ich erwarte interessante Gespräche. Wir wollen den Erfolg der Energiewende. Da ist eine Menge zu tun. Und Aufgabe einer großen Koalition muss es sein, tatsächlich wieder die Erfolgswende zum Erfolgsprojekt zu machen. Nein, nochmal. Aufgabe der großen Koalition muss es sein, die Energiewende wieder zum Erfolgsprojekt zu machen. Es ist selbstverständlich, dass die SPD mit einer einheitlichen Position in die Gespräche geht. Und diese Position besteht darin, die SPD stand und steht zur Energiewende. Wir sehen mit Sorge, dass Fehlsteuerungen der vergangenen Jahre die Energiewende tatsächlich in Probleme gebracht hat. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass die Energiewende zum Erfolg wird. Wir reden hier über die Energiewende und die läuft darauf hinaus, dass wir nach und nach in eine Energiewirtschaft hineingehen, die auf erneuerbaren Energien beruht. Dafür werden wir auch noch über eine absehbare Zeit fossile Energien benötigen, nach und nach als Übergangstechnologien. Aber gar keine Frage, das Ziel, das steht fest. Vielen Dank. Wir wollen, dass die Energiewende ein Erfolg wird. Das ist für uns ein Fortschrittsmotor, Klimaschutz, und daran wollen wir weiter arbeiten. Und wir müssen das in dem Zieldreieck tun, was eigentlich alle auch bisher unterschrieben haben, nämlich sicher, bezahlbar und ökologisch. Und in diesem Zieldreieck wollen wir das Ganze zu einem Erfolg bringen, was es im Moment noch nicht ist. Wir haben stark steigende Energiepreise für die Verbraucher. Auch das müssen wir in den Blick nehmen und auch für die Unternehmen, die Wettbewerbsfähigkeit. Auch das gehört zu einer Gesamtbetrachtung dazu. Wir wollen die Erneuerbaren weiter ausbauen. Es bleibt bei der Zieldefinition. Darüber werden wir heute sprechen, wie man das alles in diesem Zieldreieck übereinander bekommen kann. Ich habe überhaupt in dem Interview, was immer gerne zitiert wird, kein Wort zur Kohle gesagt. Vielleicht lesen Sie einfach mal das Original. Das hilft ab und zu. Wir zum einen verlässliche Rahmenbedingungen für die Fortführung der Energiewende legen können. Wir wollen keine Abstriche machen am Ausbau der Erneuerbaren. Und wir wollen uns Gedanken darüber machen, wie wir mehr Preisstabilität bei den Strompreisen reinbringen können und wie wir einen Mechanismus schaffen können für die Kraftwerke, die wir neben Sonne und Wind auch noch brauchen werden, konventionelle Kraftwerke, um die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität zu gewährleisten. Also das Subventionen ein Teil des Koalitionsvertrages sein? Darüber werden wir sicherlich reden müssen, denn die Energiewende ist eine große Herausforderung. Und wenn eine große Koalition diese nicht annimmt, würde sie sich auch nicht rechtfertigen. Wir wollen darüber reden, wie wir auch konventionelle Kraftwerke am Markt behalten können mit Mechanismen, die die wirtschaftlich dann auch betreibbar machen. Über Subventionen für Kohlekraftwerke werden wir nicht reden. Aber sicherlich wird es über Kapazitätsmechanismen geben, weil wir werden auch weiterhin konventionelle Kraftwerke brauchen, aus Gründen der Versorgungssicherheit und auch Gründen der Netzstabilität. Also es geht ja jetzt hauptsächlich nicht um Kohlesubventionen, sondern es geht darum, die erneuerbaren Energien in ein marktwirtschaftlicheres System zu bringen, die Strompreise zu stabilisieren und die Energiewende zum Erfolg zu bringen. Und dann wird man auch darüber sprechen, wie kann man die Grundlast sichern, und da spielt Kohle, aber auch Gas eine wichtige Rolle. Arbeitsplätze sind wichtig. Wir wollen Industrieland bleiben. Das ist gerade in Nordrhein-Westfalen ein sehr großes Thema, aber auch in ganz Deutschland merken wir, dass Industriearbeitsplätze immer noch wichtig sind. Und das in Einklang zu bringen mit dem Weg in die erneuerbaren Energien, das wird das Kunststück sein. Die Preise müssen stabil bleiben. Es kann nicht sein, dass jedes Jahr die Strompreise für normale Verbraucher, aber auch für mittelständische Betriebe
unkalkuliert steigen, da brauchen wir eine Stabilität und daran wollen wir arbeiten. Ich glaube aber, dass die Große Koalition es schaffen kann, wirklich ein Konzept zu entwickeln, das die nächsten 10 bis 15 Jahre wirkt. Die SPD hat etwas vorgelegt, von dem ich davon ausgehe, dass es da eine Mehrheit in der SPD gibt, das durchaus auch in die ähnliche Richtung zielt wie die Union. Wir werden das weiter ausbauen, werden es aber kostenorientiert machen. Das geht. Es gibt ein Gutachten, das dazu in Auftrag gegeben wurde vom Wirtschaftsministerium. Ich persönlich würde das gerne abwarten, würde aber im Koalitionsvertrag gerne regeln, dass wir in der ersten Jahreshälfte dann auch darüber entscheiden, was wir machen wollen. Das ist für Süddeutschland entscheidend und ist nicht eben nur ein regionales Problem. Wir haben zwar Kraftwerkskapazitäten bis ins Jahr 2017 gesichert, aber es geht dann entscheidend um die Frage, wie geht das übers 2017 weiter? Und ein Gaskraftwerk hat eine Vorlaufzeit von 6 bis 9 Jahren. Das heißt, auch da kriegen wir jetzt schon Schwierigkeiten, das abzustimmen. Deshalb ist es notwendig, es zeitnah zu machen, aber auch wohl überlegt, weil wir keine neuen Subventionstatbestände schaffen wollen. Ich glaube, dass man die Kohle nicht schwerpunktmäßig fördern muss, sondern dass man sehen muss, dass die Kohle Bestandteil unseres Energiemixes ist bis dato und dass ein Ausstieg aus Kernenergie und Kohle gleichzeitig nicht funktioniert und wir deshalb sehr genau überlegen müssen, wie wir das jetzt alles fortführen. Den Ausbau der erneuerbaren Energien ist das oberste Ziel, aber der braucht natürlich auch noch Ersatz- und Ausgleichskapazitäten. Beim Markt und erneuerbare Energien, das müssen wir erst mal zueinander bringen und auch das wird Teil dieser Verhandlungen hier sein. Schwerpunktmäßig betroffen sind ja die Energieproduzenten und damit die Stromverbraucher. Und deshalb werden wir darüber reden. Da sind wir bei dem, was vorhin auch angesprochen wurde beim Thema Markt. Wenn man ein Instrument installiert, das nach Angebot und Nachfrage funktioniert, sollte man nicht dann, wenn es in Europa konjunkturell klemmt, sofort nach Eingriffen der Politik rufen, sondern sich erst mal überlegen, ob man die zwei Dinge nicht zueinander bringt. Ich gehe davon aus, dass wir uns heute über die Ausgangslage gut verständigen werden, die Problemlage beschreiben, die Ziele nochmal bekräftigen und dass wir uns dann aber im Detail auch schon über Themen wie Marktdesign und erneuerbare Energien und deren weitere Förderung unterhalten werden. Okay. Ja, und das ist eine wirklich schwierige Materie und das wird auch noch ein bisschen dauern. Diese Arbeitsgruppe tagt jedenfalls noch an dieser Stelle noch abschließend bemerkt. Die mögliche Große Koalition hat im Bundesrat nur 27 Stimmen. Für die Mehrheit bräuchte man 35. Das bedeutet, man ist auch auf Stimmen von Grünen angewiesen. Das wollte ich an dieser Stelle nur mal sagen.